Hallo ihr Lieben, hier ist Tom. Herzlich willkommen zu einem neuen von mir. Kommt ihr aus dem Ausland und studiert gerade an einer deutschen Hochschule? Seid ihr Erstsemester und müsst man eure erste Hausarbeit schreiben? Wenn eure Antwort ja ist, dann seid ihr hier genau richtig. Wie schreibt man eine gute wissenschaftliche Hausarbeit? Das ist eine der größten Herausforderungen, die ein Student überwinden muss, um sein Studium erfolgreich abschließen zu können. Für ausländische Studierende verdoppeln sich die Schwierigkeiten aber noch, wenn man in der Fremdsprache lesen, denken und schreiben muss. Es hat mir am Anfang meines Studiums total schwer gefallen, eine Hausarbeit zu schreiben. Zuvor in meiner Heimat habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt. Ich wusste nicht, wie man beginnen soll. Die Vorgehensweisen bzw. die Schreibtechniken musste ich mir auf dem Weg selber beibringen. Also ich habe im Internet recherchiert, Ratgeber gelesen und mir Musterhausarbeiten angeschaut. Nun möchte ich meine Erfahrungen an euch weitergeben. Wenn ihr auch Interesse daran habt, schaut euch dieses Video bis zum Ende an. Viel Spaß dabei! Der erste Schritt ist die Themenfindung. Für mich ist dies der schwerste Schritt, besonders wenn der Dozent kein Thema vorgibt. Dann weiß man nicht, worüber man schreiben soll. Es ist zu empfehlen, dass ihr das Seminar inhaltlich noch einmal durchgeht. Welche Themen wurden im Seminar besprochen? Welche Fragen wurden behandelt? Und welche Referatsthemen gab es? Wichtig ist, dass ihr euch ein Thema aussucht, an dem ihr Interesse habt. Danach folgt die Literatursuche. Bereits bei der Themensuche sollt ihr beginnen, nach passender Literatur zu suchen. Denn es bringt nichts, wenn ihr euch ein interessantes Thema ausgedacht habt, aber keine Literatur findet, um eure Argumente zu stützen. Wo kann man Literatur suchen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder im Bibliothekskatalog, es wird auch als OPAG bezeichnet. Mit seiner Hilfe könnt ihr euch einen Überblick über die bestehende Literatur zu einem Thema verschaffen. Oder im Semesterapparat. Also ein Semesterapparat ist eine Zusammenstellung von Literatur und Unterlagen zu Lehrveranstaltungen, die Dozenten für ihre Studierenden bereitstellen. Oder natürlich auch im Internet, bei Google oder Google Books. Ich schaue mir auch auf die Seite www.hausarbeiten.de an, um zu wissen, welche Themen in meinem Forschungsbereich bisher von den anderen behandelt wurden. Also dadurch bekomme ich oft die Ideen für mein Thema. Der dritte Schritt ist die Besprechung eures Themas. Nachdem ihr passende Literatur gefunden habt, solltet ihr mit einer ersten Auswertung beginnen und auf dieser Basis eine thematische Gliederung eurer Hausarbeit erstellen. Diese kann sich während des Schreibprozesses zwar noch ändern, doch sie hilft euch, euch auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren. Nachdem ihr eure erste Gliederung erstellt habt, empfiehlt sich ein Sprechstundentermin mit eurem Dozenten, um darüber zu sprechen. Euer Dozent kann euch auf diese Grundlage weitere Hinweise geben, sowie mit euch diskutieren, welchen Aspekt ihr in den Vordergrund stellen könntet. Mit der Besprechung geht ihr auch sicher, dass euer Dozent mit eurem Vorgehen einverstanden ist. Und der vierte Schritt ist das Schreiben der Hausarbeit. Bevor ihr mit dem Schreiben anfangt, solltet ihr euch über den Aufbau einer Hausarbeit informieren. Eine Hausarbeit besteht aus den folgenden Teilen: das Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis, der Text, das Literaturverzeichnis und der Anhang. Inhaltlich ist der Text in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert. In der Anleitung wird das Thema der Hausarbeit vorgestellt. Hier sollt ihr begründen, warum ihr euch für das Thema entschieden habt. Nach der kurzen Einführung folgt die Fragestellung. Ein typischer Anfängerfehler ist es, die Formulierung einer Frage zu vergessen. Viele Erstsemester beginnen beispielsweise mit den Worten: Das Thema der vorliegenden Arbeit ist, kommt das Thema? Zum Beispiel:
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Bedeutung der Diagnosekompetenz von Lehrkräften für den Lehr-Lern-Prozess. Besser wäre etwa, die vorliegende Arbeit möchte sich mit das Thema beschäftigen, in dem folgende Frage behandelt wird. Zum Beispiel, die vorliegende Arbeit möchte sich mit der Bedeutung der Diagnosekompetenz von Lehrkräften für den Lehr-Lern-Prozess beschäftigen, in dem folgende Frage behandelt wird. Inwieweit hängt die diagnostische Kompetenz von Lehrkräften mit der Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern zusammen? Also das Beispiel habe ich von einer meiner Hausarbeiten genommen, die ich während meines Masterstudiums verfasst habe. Nach der Fragestellung folgt die Erläuterung eurer Vorgehensweise. An dieser Stelle beschreibt ihr eure wissenschaftliche Methode. Beispielsweise wertet ihr Literatur, Interviews oder Statistiken aus. Insgesamt sollte die Einleitung eine Seite lang sein. Im Hauptteil gilt es, die aufgestellte Frage zu beantworten. Anhand der von euch ausgewerteten Literatur oder des Forschungsmaterials entwickelt ihr eine Argumentation. Es können auch unterschiedliche theoretische Ansätze beschrieben und darauf überprüft werden, welchen Aspekt der Fragestellung Sie beantworten können. Der Schluss liefert die Antwort auf die Fragestellung. Hier fasst ihr noch einmal zusammen, was ihr im Hauptteil herausgefunden habt. Bei der Zusammenfassung geht es darum, kurz und prägnant die Argumente zusammenzutragen, die zu eurer Antwort geführt haben. Ihr könnt eure Arbeit mit einem Ausblick, welche weiteren Aspekte untersucht werden könnten, oder mit der Formulierung der eigenen Position abschließen. Nachdem ihr eure Hausarbeit fertig geschrieben habt, sollt ihr sie unbedingt Korrektur lesen, um Rechtschreibfehler sowie Grammatikfehler zu vermeiden. Dabei benutze ich oft die kostenlose Software von Duden Verlag zur Rechtschreibprüfung. Den Link dazu könnt ihr in der Infobox finden. Nachdem ihr selbst eure Hausarbeit Korrektur gelesen habt, sollt ihr sie zusätzlich einem Kommilitonen, Freund oder Mitbewohner zum Lesen geben. Wie sieht eine Hausarbeit aus? An jede Uni bzw. in jeder Fakultät könnte die formale Gestaltung von Hausarbeiten anders vorgegeben sein. Informiert euch auf der Internetseite eurer Fakultät unbedingt darüber. Noch ein Tipp: Lest so viel wie möglich wissenschaftliche Fachliteratur. Ihr werdet beim Lesen typische wissenschaftliche Formulierungen, Argumentationsformen, Möglichkeiten des Textaufbaus und so weiter kennenlernen. Das Verfassen von Hausarbeiten könnte euch auch viel Spaß bereiten. Dadurch lernt ihr nicht nur selbstständig und kritisch zu denken, sondern auch sinnorientiert und strukturiert zu arbeiten. Ihr bearbeitet eure Hausarbeit in einer begrenzten Zeit und lernt dabei Strategien des Zeitmanagements, der Selbstmotivierung und so weiter kennen. Ich hoffe, ihr findet mein Video nützlich. Schaut euch die Infobox an, also gleich unter dem Video, um weitere Hinweise sowie Materialien zu bekommen. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt oder welche Themen ihr euch für die nächsten Videos wünscht. Ich bedanke mich nochmals für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.